Hallo und herzlich willkommen zu der Präsentation des Konzepttests 20, Kanoscher Kreisprozess. Welche Aussagen treffen auf eine Kanomanne zu? A. Die Entropieänderung des hohen Temperaturniveaus ist gleich minus der Entropieänderung des niedrigen Temperaturniveaus. B. Die Energieänderung des hohen Temperaturniveaus ist gleich minus der Energieänderung des niedrigen Temperaturniveaus. C. Der Kanosche Prozess besteht aus zwei Isothermen und zwei Isochoren. Und D. Der Wirkungsgrad einer Kanomaschine kann niemals 100% betragen. Um diese Aufgabe zu lösen, werde ich zunächst einmal die Wirkungsweise einer Kanomaschine erläutern. Eine Kanomaschine wandelt Wärme in Arbeit um und ist eine hypothetische Maschine, was bedeutet, dass die Umwandlung mit einem maximalen Wirkungsgrad stattfindet. Die Kanomaschine arbeitet wie in Abbildung 1 dargestellt zwischen zwei Temperaturniveaus. Der Prozess ist als ideale Wärmekraftmaschine oder als Wärmepumpe denkbar. In Form einer Wärmekraftmaschine nimmt die Kanomaschine eine Wärme Q2 aus dem hohen Temperaturbereich auf, wandelt davon einen Teil in Arbeit um und gibt den anderen Teil als Abwärme an den niedrigen Temperaturbereich T1 ab. Die in diesem Wärmekraftprozess gewonnene technische Arbeit kann im Wärmepumpenprozess verlustfrei eingesetzt werden, um die beim Wärmekraftprozess entstandene Abwärme in das hohe Wärmereservoir hochzupumpen. Aufgrund dieser Umkehrbarkeit wird der Prozess als reversibel bezeichnet und kann als ideal angesehen werden. Nun kann der erste Hauptsatz für reversible Prozesse formuliert werden. Q1 plus Q2 plus W gleich 0. Die Summe der abgegebenen Energien Q2 plus W ist also dem Betrage nach gleich der aufgenommenen Energie Q1. Demnach ist Antwort B Q1 gleich minus Q2 falsch. Für reversible Prozesse lässt sich ein weiterer Zusammenhang zwischen Q1 und Q2 formulieren. Q1 durch T1 plus Q2 durch T2 gleich 0. Dies bedeutet, dass die Entropieabnahme des hohen Temperaturbereichs Q1 durch T1 höchstens gleich der Entropiezunahme des niedrigen Temperaturbereichs Q2 durch T2 sein darf. Die beiden Entropieänderungen sind also dem Betrage nach gleich. Antwort A ist also korrekt. Nun kommen wir zum Wirkungsgrad Eta einer Kanomaschine. Dieser stellt das Verhältnis zwischen abgegebener Arbeit und aufgenommener Wärme dar. Er ist der höchste theoretisch mögliche Wirkungsgrad und lässt sich mit der Formel 1 minus T2 durch T1 berechnen. Dabei ist zu beachten, dass Eta niemals bei 100% liegen kann, da immer ein Teil der Wärme in Abwärme umgewandelt wird. Antwort D, der Wirkungsgrad einer Kanomaschine kann niemals 100% betragen, ist deshalb korrekt. Nun erkläre ich kurz den Kanoprozess im PV-Diagramm. Ich beginne bei Volumen 3. Dieses wird isotherm zu einem Volumen 4 expandiert. Dabei wird die Wärme Q vom hohen Temperaturbereich aufgenommen. Im nächsten Schritt wird adiabatisch, das heißt ohne Wärmeaustausch, und isentrop, also ohne Entropieänderung, expandiert. Jetzt wird das Gas zu Volumen 2 isotherm komprimiert. Es wird Wärme Q an das niedrige Temperaturniveau abgegeben. Im letzten Schritt wird das Volumen in seinen Ausgangszustand V3 überführt, indem es adiabatisch isentrop komprimiert wird. Antwort C. Der Kanosche Prozess besteht aus zwei Isothermen und zwei Isochoren, ist demnach falsch. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Kanomaschine Wärme mit optimalem Wirkungsgrad umwandelt. Dieser kann aber niemals 100% betragen. Sie arbeitet zwischen zwei Temperaturniveaus und der erste und zweite Hauptsatz gelten. Der Kanoprozess ist ein reversibler Kreisprozess, der in vier Schritten bestehend aus zwei Isothermen und zwei Adiabaten stattfindet.